Logbuch, die Nacht 22.48 Uhr am 29. Dezember. Vollmond. Und der Akkuerfrischer spielt verrückt. Der funktioniert ganz normal, aber die LED leuchtet nonstop. Nonstop, volle Kanne, richtig hell. Ab und zu blinkert es mal ein bisschen sporadisch hin und her. Aber wie das Ampermeter das zeigt, funktioniert alles ganz normal. Vollmond. Immer die beste Bastelzeit. Ja, was ist ein Akkuerfrischer? Ein Akkuerfrischer ist so eine kleine Schaltung, die mittels Raumladungsträgern cool, geht, wenn ich das hier anfasse. Einen Akku mit seiner eigenen Selbstentladung immer wieder ein bisschen kurz schließt, sodass der fit bleibt. Es gibt ganz viele verschiedene Batterierefresher, aber nur bei diesem Akku-Erfrischer kann ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass das Ding wirklich einwandfrei funktioniert, mit der Option, eventuell Energien von außen noch mit ins System hineinzunehmen. Eventuell. 23.39 Uhr. Macht sie wieder sporadisch irgendwie. Aber geht trotzdem. Die flackert so ein bisschen hin und her, da denkt man, die ist voll defekt. Tut, was es soll. Faszinierend zum Vollmond. Und 0.09 Uhr ist wieder alles ganz normal. So wie es zu sein hat. Tja. Ist jetzt der Akkuerfrischer so eine Art Frühwarnsystem? Durch sein drittes freies Beinchen, was hier als Antenne raussteht. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Eddie, was meinst du? Hm. 2.42 Uhr, sagt das Zeiteisen jetzt. Und jetzt flackert hier überhaupt nichts mehr. Ist komplett volle Kanne am Leuchten, aber macht trotzdem das, was es machen soll. No. Faszinierend. Kommt wieder eine krasse Energie hier runter. Okay. 3.45 Uhr läuft es wieder ganz normal. Tja. Können wir langsam mal ein Logbuch schreiben hier.